Wenn Momo will, sie nennt mich normal Kleidersack. Wenn ich sage, du bist ein Kleidersack, dann bist du einer. I'm so young and you're so old. Oh, jetzt. Mads Mikkelsen bei den Unterschriften hier. Bei den Autogrammen. Genau. Und hier haben wir den Superstar, nämlich Daniel. Und links daneben steht Mads Mikkelsen. Ja. Also, das war der Star der heutigen Con. Man sieht es, er war hier, es gab Fotos und er war auch gut drauf. Ne? Mega. Und nochmal hier ganz kurz der Kopf. Schaut schon echt cool aus hier. Ne? Zu guter Letzt dann noch das Autogramm von Mads Mikkelsen, auch bekannt als Le Chiffre aus Casino Royale. Da, wo es halt noch coole Antagonisten gab. Sehr geil. Und ich habe auch noch ein Bild oder zumindest kleines Video mit Mads Mikkelsen. Kostenlos. Danke, Daniel. Jetzt endlich los mit Star Wars hier und da haben wir Meister Yoda, Life-Size könnte man schon sagen. Watto, boah, ist der cool. Hier mega nice. Hier geht es dann weiter mit Ausstellungsstücken von Star Wars. Selbstverständlich darf der Millennium Falke nicht fehlen. Auch hier nochmal ein tolles Modell. Bens Haus haben wir dann hier. Auch das sieht richtig cool aus. Hier vorne mit den kleinen Details drauf. Ja. Hier haben wir dann einen weiteren Millennium Falken. Und wie es ausschaut, haben hier auch irgendwelche Stars noch, meine ich, unterschrieben obendrauf. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Unterschriften auch noch drauf. Wow. Mega nice. Natürlich dürfen die Ghostbusters nicht fehlen. Ja, und hier müssen wir nur aufpassen, dass der YouTube-Filter nicht wieder anspringt. Dann müssen wir halt den Sound vielleicht muten. Später. Ja, danke. Hier gibt es dann Raccoon City, Hope of Umbrella. Sehr nice. Servus. Dann ein paar Filmprops, auch ein paar selbstgemachte Critters. Die sehen ja mega nice aus hier, die Kameraden. Preislich? Ja, 100 Euro, ist aber halt auch alles Handarbeit. Die sind hier etwas kleiner und etwas günstiger, sehen aber auch cool aus mit ihren Wunden. Sehr schön gemacht, viele kleine Details hier. Also großartig. Und darunter gibt es dann direkt auch ein paar Filme.
Hier Resident Evil zum Beispiel oder La La Land. Ja. Und Philadelphia haben wir hier. Also so ein paar Standard-Blu-rays. Auch ein paar Mediabooks, wie man das hier sehen kann. Richtig nice. Hier zum Beispiel Brawl in Cell Block 99. Dann haben wir hier sogar noch Schlafwandler, Liebe auf den ersten Biss. Es gibt hier sogar noch ein paar Steelbooks, ja, wie man sehen kann. Narnia, Safe House, sieht alles gebraucht aus, okay. Und dann haben wir hier noch ein paar neue Geschichten, Mediabooks, Steelbooks und wie wir das halt von den ganzen Shoppingtouren her kennen. Und hier drüben gibt es dann aber noch eine kleine Besonderheit, die schauen echt cool aus. Und zwar auf Holz gemachte Bilder hier von Kill Bill Halloween. Jaws sieht halt mega nice aus. 15 Euro. Rambo haben wir hier. Top Gun. Und auch John Wick. Ich muss die Kamera jetzt noch ein bisschen hochstellen. So, jetzt sieht man das. Die schauen schon echt cool aus. Ja, und mein Favorit natürlich ganz klar hier. Freddy und Jaws. Ja, dann haben wir hier noch ein paar weitere solche Holzschilder. Hogwarts, Harry Potter, Tanz der Teufel darf natürlich auch nicht fehlen. Evil Dead. Sie leben. Und jetzt haben wir hier noch die etwas größeren Schilder. Die schauen auch geil aus. Stranger Things vor allem hier. Schaut mega nice aus. From Dusk Till Dawn. Punisher. Und hier unten Star Wars auch noch und ein paar Comic-Geschichten. Voll geil. Gibt es dann eben einen Stand mit echt cooler Schokolade. Terminator, Critters, Null Problemo, der weiße Hai gibt es sogar hier, Evil Dead. Ja, können wir jetzt hier mal runter gucken. Also da ist eigentlich alles dabei. Was das ist. Sind die auch geprägt? Nee, okay. So 3D-Prints finde ich ja auch genial. Hier haben wir Freddy. Spiegelt halt arg, aber schaut schon echt mega nice aus. Hier, richtig, richtig cool. 3D-Poster-Print. Ein paar Horror-Ikonen gibt es natürlich auch, wie Leatherface oder auch Jason hier. Und dann haben wir hier eine Chucky-Puppe für 650 Euro. Dürfte aber Life-Size sein, sozusagen. Spiegelt ein bisschen. Da drüben noch Turtles. Sehr schön. Und Harry Potter darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist hier mal eine geile Inspiration für ein paar kommende Leatherbooks oder Mediabooks. Da gibt es massiv Filme, die sich für solche coolen Sachen mit solchen genialen Prägungen und alles definitiv eignen würden. Also sieht schon so sehr, sehr cool aus hier. Ja. Allein schon Herr der Ringe hier von solchen Books. Trilogie, Mediabook. Wird taugen. Jede Menge Schwerter gibt es natürlich auch. Kitanas haben wir hier. Zu so anderen Schwertern hier. Sehr cool. Dann gibt es hier sogar noch Schwerter von Herr der Ringe, von Legolas, Frodo. Und Thors Hammer. Ja. Das gibt es natürlich auch. Schild von Captain America haben wir hier. Also hier gibt es von den Disney-Figuren
bis zu Anime-Figuren eigentlich alles, was du dir so vorstellen kannst. Preislich natürlich auch nicht ganz günstig, aber ja. Ganz ansehnlich, was hier nicht alles gibt. Ey. Sehr cool. Oh ja. Demon Slayer. Hier geht es dann direkt weiter mit den Vitrinen und etwas größeren Figuren. Demon Slayer. Sehr nice. Also echt irre, was es hier alles gibt. Das ist auch so geil. Okay. Also ein paar Figuren hier mit kleinen Schönheitsfehlern. Dadurch halt preislich etwas vergünstigt. Aber wenn man die so anschaut, dann sind das wirklich nur so minimale, mini Schönheitsfehler. Das sieht eigentlich schon auch so immer noch ganz gut aus hier. Ein riesen Panini-Stand gibt es selbstverständlich auch mit jeder Menge Comics, wie man das hier sehen kann. Ja, weiteren Comic-Büchern. So gehört sich das natürlich auch auf einer Comic-Con, dass es hier auch jede Menge Comics gibt. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass die Comics nach Kilos oder Gramm verkauft werden. Hier haben wir das 1 Kilo 10 Euro, 100 Gramm 1 Euro. Und dann hat man dementsprechend hier jede Menge Comics, sogar französische Comics. Das ist echt krass. 1 Kilo 10 Euro und wie man sehen kann, hier steppt dann wirklich der Bär, was Comics angeht. Hier sind dann mehrere Regale aufgestellt und da schlägt das Comicherz natürlich gleich höher. Sammlerecke, Comics und Romane. Ja. Und hier sieht man es, das ist schon kaum ein Durchkommen bei den ganzen Mangas dann auch hier, die es gibt. Ganze Regal hier drüben voll. Ja, also da geht was. Sehr schön. Hier habe ich noch eine Seltenheit entdeckt. Und zwar Spider-Man küsst eine Frau. Halleluja, gibt's auch noch. Rainbow Mods and Props. Hier wird's bunt. Schön bunt. Wow. Cool. Ui, guck mal hier. Die haben diese scharfen Nudeln da, die der Manuel so macht. Hot Chicken. Double Spicy hier. Die sind geil. Ein paar asiatische Leckereien gibt es hier dann auch noch. Richtig geil. Das wäre was für Kanal Phänomenal. Und hier drüben haben wir was für den Adi. Das grüne KitKat. Boah. Hier sind wir dann am oberen Rand der Halle 1 angekommen. Man sieht es. Da hat man dann die Möglichkeit zu sitzen, zu speisen und sich ein bisschen auszuruhen. Mit ein paar richtig tollen Veggie-Burgern.
Riecht auch gut. Oder eben Coca-Cola, Pommes, Fanta, Limo, Bier. Und man muss sagen, auch jede Menge tolle Cosplays, die hier am Start sind. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Okay, hier haben wir dann Bubble Tea. Soft Ice gibt es. Dann haben wir noch die üblichen Burger, Naturkocht. Und hinten haben wir nochmal Donut-Laden und weitere Speisen. Also verhungern und verdursten muss man hier definitiv nicht. Da gibt es jede Menge Platz dafür. Also der obere Bereich. Hier gibt es dann auf einem etwas schmaleren Gang sozusagen einige Stände, aber hauptsächlich eben auch noch Lego.